Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Und heute wird nicht nur Buhu gefahren. Und mit einem der hässlichsten Reifen freigeschalten. Na komm, da machen wir ja richtig komisches Fahrzeug. Das und dem Flugzeug. Das Flugzeug. Und fahren den Panzercup. Und es geht in die letzte Runde für die Microsoft PK. Und zwar, wir beginnen mit The Last Light, genau. The Last Night. Ein Spiel, wo ich, also auch wieder so was angekündigt wurde, wo viele, wo ich halt, wo, was ich auch zum ersten Mal gesehen habe. Und ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Also ist halt ein Spiel, was in sowohl 3D als auch 2D Pixel Art spielt. Was sehr interessant ist, und der halbe Bildschirm wird bei mir bedeckt. Und ja, aber wie gesagt, wenn ich verlieren sollte, fahrt direkt Fahrzeugwechsel. Wir sehen es ja hier und wir sehen quasi nichts von der Strecke. So, aber ich habe natürlich den Anspruch zu gewinnen. So. Genau. Das sah auf den Trailer sehr, sehr schön aus. Auch so etwas düsterer gehalten, also spielt halt der Nacht irgendeiner ostasiatischen Stadt, also ob es jetzt chinesisch, japanisch oder koreanischen Stadt, auf jeden Fall war es nicht Nordkorea, könnte auch Taiwan gewesen sein, eine Stadt von dort durch die Zeichen. Aber ich glaube, dass die Zeichen erfunden sind. Sonst halt hätte man eindeutiger erkennen können, ob es eine chinesische, japanische, taiwanische oder eine koreanische Stadt war. Und lassen wir uns mal überraschen, was dieses Spiel bringt. Genau. Und ich bin auch, worauf ich auch bei diesem Spiel gespannt ist, diese Vermischung, weil es ist ja 2D und 3D in Pixel Art und wiederum auch nicht. Da bin ich echt gespannt, wie das Spiel, also wie das letzte Spiel damit punktet, also wie das halt in diesen Wechsel völlig unterschiedlichen Stilrichtungen halt perfekt vermischt, weißt du? Da bin ich halt so. Und halt allgemein auf das komplette Gameplay bin ich halt sehr, 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 sehr gespannt drauf. Dann machen wir erstmal einen Fehlstart. Dann kam ein Spiel, wo man gedacht hat, wo bin ich eigentlich? Die Rede ist von The Artful Escape of Francis Vendetti. Ein Musikplattformer, der auf LSD gemacht wurden und sonstigen Drogen, die sie dabei bekommen haben, die ich unbedingt auch probieren will, unbedingt mal. Um dann halt auch so ein Spiel rauszuhauen, was dann auf der Xbox PK läuft. Ohne Witz, was war das? Also, ich will damit nicht sagen, dass es jetzt schlecht war, für mich ist es einfach nur nichts. Und auch so, weißt du, weißt du, fängt schon an beim Release-Datum, weißt du? Ja, wann kommt's denn raus? Wenn es fertig ist, weißt du? Das war die Antwort. Also die Entwickler haben schon guten Humor. Allgemein, der ganze Trailer ist abgedreht, wie der da halt mit seiner E-Gitarre durch die 2D-Jump-Run-Welt springt, weißt du? Also, mal gucken, was es wird. Schade. Ich sehe da schon was anfliegen. Das ist schon wieder nicht mehr. Na, jetzt hat sich Siri erstmal wieder gemeldet. Oh, was sag's nicht? Hey. Erstmal wieder Siri ausschalten. So. Ich weiß auch nicht, warum das Handy die ganze Zeit immer mal Siri irgendwie anmacht. Aber soll auch nicht weiter stören. Genau. Dann kam Code Vein. Oder Code Vien. Oder wie man es aussprechen will. Ein Vampirspiel. Was mich daran ein bisschen an ein Spiel erinnert, was ich den Namen gerade nicht weiß. Nier Automata, genau. Erinnert mich dieses Spiel.
Und ist halt so ein Vampirspiel, wo du dich halt auch in so einer Welt, wo du sehr viel rumspringen kannst, fortbewegst, auf Gegner, auf sowohl sehr große, schwierige Gegner, also vielleicht auch kleine, schwierige Gegner und sonst halt normalen Gegnern dich einbricht. Ist halt nur als Vampir. Und ja, die und halt dich auf, ja, du spielst halt einen Vampir, der sich halt auf sehr viel, also er ist ja auch mega cool aussieht, muss man einfach mal so sagen. Er sah halt wirklich sehr gut aus. Und der halt gegen allerhand Bestien und verschiedenen Bestien sich in den Kampf begibt. Und genau. Viel zu dem Spiel kann ich jetzt natürlich und viel lässt sich LOL! Ich kann mit dem Gamepad lenken, indem ich das Gamepad bewege. Interessant. Das ist natürlich sehr, ich probiere das mal weiter. Guck dir es an, wie ich hier lenken kann. Da muss man noch driften. Ey! Ja, hau ab. So. Es ist Inklingmädchen, das nimmt mir auch alles weg, ne? So. Hauptsache weg von Waluigi. Auf den ich nicht gerade sehr viel Lust habe. Das Fahrzeug ist, habe ich das Gefühl, mega langsam und schwerfällig. Ohne Witz. Es ist, also, allgemein, diese Reifen mag ich nie besonders so. Ich meine, ja. Man sieht ja ins Fahrzeug, dass er sich halt. Es fühlt sich auch alles nicht so flüssig halt mit dem Fahrzeug, muss ich sagen. Ja. Jetzt sehe ich erstmal wieder nichts. Ich brauche halt einen guten Moment, wo ich runter scrolle. Das nächste Spiel ist Tacoma. Ein Spiel von den Entwicklern, die Go Guns Home gemacht haben. Ich glaube, oder? Guns Home? Oder, warte mal, jetzt ist eigentlich ein guter Moment, um runter zu scrollen. So. Genau, die Gun Home gemacht haben. Und. Also, genau. Und ja, also das ist halt auch ein Spiel, wo man recht wenig dazu sagen kann. Und ich habe mich auch, glaube ich, wird noch eine kleine Neuerung geben zu, das weiß ich auch mal, ah nee, das sage ich am Ende des Parts am besten. Genau. Aber genau, das Spiel hat ja auch noch schon eine Verschiebung bekommen und so weiter. Also das war halt auch schon vorher klar, dass es kommen wird, nur halt nicht, dass es für die Xbox One X kommt. Jetzt ist es halt klar. Genau. Also wie gesagt, viel kann ich dazu jetzt nicht sagen, außer dass es halt am 2. August 2017 kommt. Dann kommt Super Lucky's Tale. Ein Spiel, was ein VR-Spiel sein soll. Der kommt aber auch als aufgebohrte Variante für die Xbox Scorpio, Xbox One X, mein Gott, und für PC raus. Und genau. Ist halt so eine Art Spiel wie so Banjo-Kazooie kam das, so für Donkey Kong 64, Mario 64, Banjo-Kazooie, Chewie, so. So kam mir das Spiel so ein bisschen vor. Und wenn es halt gut wird, dann werde ich mir das vielleicht sogar für die Xbox One holen. Dann wäre das tatsächlich ein schöner Titel, den ich mir auf der Xbox holen werde, um den halt gemütlich an dem Bildschirm auf meinen Sessel zu spielen. Oder vielleicht auch ein Let's Play drauf zu machen. Wer weiß, vielleicht kommt auch nur ein Let's Test. Muss man einfach mal gucken. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal eine sehr langweilige Strecke. Eine Strecke, die fast eigentlich null auf Skill basiert. Und hier ist natürlich so ein fettes Fahrzeug, wie ich habe, überhaupt nicht gut, weil es hat halt ein scheiß Fahrzeug. Muss man einfach mal so sagen, ey. Jetzt gibt immer was ordentlicher, damit ich hier überhaupt eine Chance habe. Echt jetzt? Willst du mich eigentlich verarschen? Du hässliche Moore von... Wer ist das? Daisy, weißt du? Unschätz, so eine Möse, ey. Jetzt bekomme ich jetzt so ein Kack-Item, ey. Ja.
Sehr gut. Man ist Inkling Frauchen getroffen. So. Ja, guck dir mal, wie langsam das Fahrzeug ist. Das ist doch irgendwie normal. Spiel, habe ich 100 angeklickt aus Versehen. Ja. Natürlich. 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 Ja. Mindestens geht's dann weiter mit einem Spiel namens Cuphead oder Cuphead oder Cuphead oder wie auch immer es ausgesprochen werden soll. Auf jeden Fall will ich den ersten Platz hier lang. Wenn nicht, manche Part hat ein bisschen länger. Also red im Nachhinein doch mal ein bisschen drüber. Und das ist ein Spiel, wo ich sagen muss, ja, das hat Chancen, sehr erfolgreich zu werden. Weil es in dieser Art, ich meine, es hat halt diese Art von einer alten Serie aus den 70ern, 80er Jahren. Sowas wie Mickey Mouse aus den 70ern oder 60ern, weißt du? Den Stil hat so. Das sieht verdammt cool. Also viel wurde jetzt nicht gezeigt von dem Spiel. Und so. Aber das sieht verdammt gut aus. Ne? Außer der da, den. So. Und das letzte Spiel ist Ashen. Oder Ashen. Oder. Ja. Und das ist halt ein Action-Rollenspiel, was ein bisschen mich an Dark Souls erinnert hat. Wegen diesen großen, mysteriösen, tödlichen Endbossen und so weiter. Und ja. Genau. Und das soll es gewesen sein. Alles zur Microsoft PK. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.